Heute geht es mal wieder um das Thema Erben und Schenken. Und zwar um das Erben bzw. Verschenken von natürlich dem Familienheim, dem vielleicht sogar steuerfreien Familienheim. Was musst du dazu wissen und was solltest du da beachten? Das erfährst du in diesem Video. Mein Name ist Roland, ich bin Steuerberater aus Regensburg und du schaust Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant. Das erste Mal bei Steuern mit Kopf, dann lass ein Abo da, vergiss auch nicht die Glocke zu drücken und schau auch mal bei Facebook und Instagram vorbei. Auf Facebook natürlich auch die Steuern mit Kopf Community, blende ich dir hier oben ein, damit diskutieren über Steuertipps, Steuernews und How-Tos zur Steuererklärung. Die Erbschaft- und Schenkungssteuer ist ja für viele Vermögende einfach ein Graus. Es ist meistens so, man hat oftmals wirklich hier das Problem, man hat ein riesiges Vermögen, aber kein liquides Vermögen. Und häufig ist es auch so, dass es bei Familien häufig der Fall ist. Wie gesagt, die haben häufig ein sehr teures, schönes Familienheim. Da ist das ganze Vermögen, steckt im Grunde in den eigenen vier Wänden. Irgendwann tritt aber der Erbfall ein oder natürlich auch der Fall, dass man es verschenken will. Und dann hat man das Problem, es können ja hier Steuern anfallen, aber das Problem ist natürlich, womit soll man das bezahlen? Man kann ja nicht, wie es klassisch ist, sag ich mal, hier die Haustür verkaufen und damit die Steuern zahlen oder das Dach verkaufen und damit die Steuern zahlen, sondern es ist im Grunde ein riesiger Klotz, der da steht und der einfach sehr viel Kapital bindet. Deswegen gibt es im Gesetz, und zwar in § 13 des Erbschaftssteuergesetzes, hier das sogenannte steuerfreie Familienheim, welches dann natürlich steuerfrei übertragen werden kann, sowohl im Schenkungs- als auch im Erbfall. Wann welcher Fall möglich ist, das erkläre ich jetzt gleich noch ausführlich. Wie gesagt, es ist ja so, dass es natürlich sich hier um ein Familienheim handelt. Jetzt könnte man natürlich sagen, was ist ein Familienheim? Ein Familienheim ist dort, sagen wir mal, wo die Familie zusammenkommt und wichtig natürlich zumindest auch, dass die gewerbliche, dass die melderechtlichen Thematiken erfüllt sind, dass hier natürlich der Wohnsitz des Erblassers bzw. des Schenkers natürlich vorliegt. Das heißt, das Familienheim ist im Grunde das, wo die Familie wohnt oder wo, sage ich mal, auch die Ehepartner zusammen drin wohnen. Das ist das Familienheim. Es kann also nicht hier gesagt werden, ach, die Immobilie, sage ich mal, in München, die wir jetzt hier mit 10 Parteien vermieten, das ist unser Familienheim. Nein, es ist, wie gesagt, nur das, ja, die eigenen vier Wände und das selbstgenutzte Wohneigentum, was man im Grunde selbst hat. Hier kann es natürlich Sinn machen, zum einen, dass man natürlich sagt, in schenkungssteuerrechtlichen, aber natürlich auch in steuerplanerischem Sinn, dass man schaut, wie kann man das denn überhaupt zustande bringen oder stößt man sogar vielleicht das Familienheim ab, um dann hier, wie gesagt, etwas anderes zu bekommen und eine bessere steuerliche, ganz einfach Konstellation hinzubekommen. Es gibt natürlich hier einmal den Schenkungsfall. Der Schenkungsfall ist möglich an den Ehepartner. Hier kann das steuerfreie Familienheim übertragen werden, wenn dann natürlich der Ehepartner danach hier zusammen natürlich weiterhin in dieser Wohnung oder in diesem Haus wohnt. Im Erbfall gibt es natürlich auch zwei Möglichkeiten. Einmal an den Ehepartner, das heißt, man kann dem Ehepartner nach dem, sagen wir, nach dem Ableben, klassisch der Mann stirbt früher, dementsprechend die Frau lebt länger drin. Wenn diese natürlich dann die Hälfte des Familienheims übernimmt, weil es meistens ja so ist, dass bei Ehepartnern 50-50 diese im Grundbuch stehen, dann ist es so, dann kann auch die andere Hälfte hier steuerfrei übertragen werden. Wichtig natürlich nur, dass hier, wie gesagt, die Fristen eingehalten werden von 10 Jahren Nutzung weiterhin zu eigenen Wohnzwecken. Dasselbe gilt natürlich auch für Kinder. Hier gibt es noch eine weitere Einschränkung, und zwar eine Vererbung an die Kinder hat noch ein weiteres Problem. Das Familienheim darf nicht größer als 200 Quadratmeter sein. Einziger Vorteil an dieser Stelle, diese Befreiung fällt dann nicht vollends weg, wenn die 200 Quadratmeter überschritten werden, sondern es ist natürlich hier so, dass du nur bei klassisch 210 Quadratmeter oder 220 Quadratmeter hier dann der übersteigende Teil, also 10 Quadratmeter bzw. 20 Quadratmeter versteuert werden müssen im Rahmen der Erbschaft und Schenkungssteuer. Jetzt ist es natürlich auch so, dass es hier den Fall gibt, dass es hier heißt, man muss direkt, sofort unverzüglich nach dem Todesfall müsste dann der Ehepartner oder eben auch die Kinder in das Familienheim einziehen. Beim Ehepartner ist das Problem meistens nicht gegeben, weil natürlich hier, die meistens zusammen wohnen und dann natürlich hier in diesem Haus wohnen, dann wäre das Problem mit der unverzüglichen Einzug natürlich nicht gegeben. Das Problem ist natürlich hier die Frist, die von 10 Jahren eingehalten werden muss. Das ist natürlich schon entscheidend. Des Weiteren ist es aber problematisch hier das unverzüglich des Einziehens hier mit den Kindern, denn hier ist es oftmals so, wenn man, die meisten Häuser der älteren Generation anschaut, dann wurde der vielleicht seit 10, 15 Jahren nichts mehr renoviert. Man hat selbst vielleicht zwei Kinder, die Eltern hatten aber dann noch, irgendwie einen Hobbyraum oder irgendwas drin. Jetzt bräuchte man aber ein Kinderzimmer, weil man selbst zum Beispiel schon Frau, zwei oder drei Kinder hat und dann müsste man erst umbauen, renovieren und so weiter.
Hier ist es so, dass es ja grundsätzlich heißt unverzüglich, außer man ist hier nicht, man ist hier direkt daran gehindert. Das daran gehindert sein kann aber auch zum Beispiel Ehepartner vorliegen, und zwar dann, wenn zum Beispiel der überlebende Ehegatte, sage ich mal, stationär behandelt wird, hier zum Beispiel daran gehindert ist, aus wichtigem Grund, hier dann in die Wohnung, diese danach 10 Jahre zu bewohnen. Das wäre ein wichtiger Grund. Ebenso ist es natürlich jetzt im Falle der Kinder, wo ich vorhin angesprochen habe, dass es natürlich hier auch Renovierungskosten sein können. Dass man sagt, okay, man muss dieses Haus erstmal grundlegend sanieren, weil eben hier jahrelang nichts mehr gemacht worden ist. Dämmung muss gemacht werden, vielleicht auch eine Photovoltaik aufs Dach. Dass, wie gesagt, hier die Stromleitungen schon veraltet sind und dass das alles, wie gesagt, so viele Umbaumaßnahmen wären, dass man hier Problematiken hätte einzuziehen. Grundsätzlich ist es so, dass man bis zu einer Einzugszeit von 6 Monaten nach dem Todesfall mit dem Finanzamt keine Probleme bekommt, aber es kann hier natürlich auch aus wichtigem Grund sein, dass es länger dauert. Hier gibt es auch ein Urteil, und zwar, das verlinke ich euch hier unten in der Infobox, vom BFH aus dem Jahr 2019, wo nochmal dieses Thema unverzüglich genauer definiert worden ist, wo es noch heißt, okay, es kann aber auch wichtige Gründe neben den, sag ich mal, gesundheitlichen Gründen des Überlebenden ganz einfach geben, dass man sagt, man kann nicht sofort einziehen. Aber die muss man natürlich dann darlegen und sollte natürlich auch dann hier schon aktiv wieder aufs Finanzamt zugehen, damit man hier keine Probleme bekommt. Wie gesagt, also man kann das steuerfreie Familienheim an sowohl den Ehegatten als auch die Kinder übertragen. Wichtig ist natürlich, dass hier dann der Ehegatte bzw. die Kinder nach dem Todes- oder Schenkungsfall hier in diesem Fall weiter drin wohnen, dass sie diese natürlich die Behaltensfristen einhalten und natürlich, dass sie unverzüglich einziehen, und wie gesagt, bei den Kindern noch die Voraussetzung, dass die 200 Quadratmeter nicht überschritten werden, denn dann ist es, wo ist das Familienheim zu 100% steuerfrei. Alles, was darüber hinausgeht, kann natürlich noch mit den weiteren Steuerfreibeträgen bei Kindern, ja je Elternteil 400.000 Euro sozusagen, dann noch abgeschmolzen werden, dass man hier noch mehr Volumen hat. Aber hier kann es natürlich, wie gesagt, auch noch anderes Vermögen geben, damit man hier nicht, wie gesagt, in die Falle tappt und hier eventuell anderes Vermögen schon frühzeitig überträgt, um natürlich dann hier nicht in die Steuerfalle oder grundsätzlich in die Steuerpflicht zu tappen. Das war's für dieses Video zum Thema steuerfreies Familienheim. Mein Name ist Roland Elias, ich bin Steuerberater aus Regensburg, und das war Steuer mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant.